Hallo meine Freunde der guten Unterhaltung und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Resident Evil Village. Ich wollte schon Dead by Daylight sagen, aber heute ein bisschen Dead by Daylight gezockt und neben mir ist das Plüsch. Und neben mir ist der Dragon. Und ich kann das jetzt immer woanders. Ja, und hier ist schon das Spielzeug der Begierde. Hey, da bekomme ich schon gleich Lust. Halten! Halten? Danke. Hat nur ein bisschen gedauert. Metallpolymerverbund? Na, Hauptsache es schießt. Wie geht's euch heute eigentlich so? Mal es ist nicht. Endlich nach langer Zeit wieder ein bisschen kühler geworden. Alter. Ja, zum einen ist es kühler geworden und ich muss mich gerade erstmal wieder dran gewöhnen. Ich habe den Kampf in Stream so gefeiert. Wieso werdet ihr gleich sehen? Ich werde meinen Spaß haben. Oh. Ich habe leider zur falschen Zeit habe ich mir Slushies gemacht. Ich hab's gewusst. Oh, Nase. Ich habe da gedacht, da hat sich so Niese angekündigt. Pass auf, gleich niese ich Heisenberg weg wie den gestern bei Control. Ich nehme mal einen Slushy. So war der Superschuss. Das war das unendliche MG. Oh ja. Warum kann ich so eine Waffe nicht bei Doom haben? Ich überlege, warum hattest du nicht so eine Waffe? Ich hab sowas bei Doom nicht. Ich meine, sowas gab es. Ich weiß es nicht mehr. Und wenn, ist es lange her. Oh ja. Wenn es bei euch ist, ich weiß es alles. Einfach einen Trick eurer Wahl nehmen, den Kühlschrank stellen, Tiefkühltrank und immer wieder umrühren. Du verdammte kleine Kakerlake! Wo bist du? Hallo, kleiner Schleichscheißer! Dann bin ich wenigstens ein Schwung für das Miststück! Lass uns das klären! Die echte Männer, deine Leiche, wird sich gut in meiner Armee machen! Abfeuern? Oh ja, Baby, ich habe eine dicke Kanone. Willst du mal sehen? Was? Okay. Unterschätze nie die Liebe eines Vaters. Oh, nicht aufgeben. Alter, der macht so einen kaputt, der Kerl. Das Werk kriegst du. Siehst Reparaturmittel auf dich aus. Du bist ein toter Mann. Ich hab vorhin was Falsches verstanden. Ich will mehr. Das gehört, der ist geheim drauf. Zeig mir, was du drauf hast. Verneige dich vor meinem Stahlkörper. Alter, das hört sich also zwei durch an. Ich töte sie mit der Kraft, die sie mir gab. Ein Sohn, wie er im Blut besteht. Der ist geil doch. All die Jahre unter der Puppe dieser Schlampe. Es war nicht gleich, weißt du? Die Dorfbewohner sind nichts als wertlose Marionetten. Ich bin ein verdammter Freiheitskämpfer. Ein süßes Töchterchen wird mir helfen, noch stärker zu werden. Alter, du redest gerade über ein Baby. Was ist das alles? Eine süße Tochter. Alter. Die Zeit wird spielen. Na, ja, brennt schon mal. Na komm schon. Prinz Rotenherz, jetzt kipp doch um! Hältst dich wohl für besonders schlau? Ich hab genug von dir! Au! Nicht cool, nicht cool, nicht cool! Ah, nicht die Hoden, nicht die Hoden, nicht die Hoden, nicht die Hoden! Oh! Verdammt. Ich wurde schon mal kastriert, das war ein Outlast. Aber erst zu dir.
auch. Alter, du notgeiler Bock, jetzt lass mich doch in Ruhe. Ja. Au. Tja, was denkst du? It's a final. Hab ich recht? Gib auf. Ein einfacher Mensch wird nie gegen mich gewinnen. Das ist nicht David gegen Goliath. Das ist Ethan gegen die Apokalypse. Das können wir gleich wie David gegen Goliath. Pistol Round, Penner. Okay, Pistol Round hat sich erledigt. Ich hätte kurz eine Frage. Ja. Die Projektile, also die Pistolen, die Pistolenteile, den Mantel und alles, ist doch auch alles Stahl. Wir können sie doch einfach wegbremsen, oder so nicht? Eigentlich, ja. Eigentlich ist eine Waffe auch aus Metall, wenn du es so genau nimmst. Ja, das ist, weil ich ein bisschen verwirrt. Ein Deal? Dir? Hast du dich schon mal angeguckt, Carlotto? Ich will da mein Moped. Moped. Eindeutiger Anfall an Überhitzung. Mhm. Kein für den Schrottplatz. So steht immer das mein Name da, das verstehe ich nicht. Egal. Was ist passiert? Da waren Explosionen. Heisenberg, sind wir los. Jetzt suche ich Miranda und rette Rose. Nicht ohne mich. Es ist zu gefährlich. Warte dort, verstanden? Ethan? Rose? Ethan, antworte! Mia! Aber... Unser Kind. Sie bedeutet uns so viel, ha? Huh? Für sie würde ich alles tun. Genau wie ich. Ohne Heisenberg fehlt dir jede Spur. Was hast du jetzt vor? Keine Ahnung. Aber ich rette Rose. Du ahnst nie was, oder? Selbst Mia konnte ich dir vorspielen. Armer Ethan. Wer bist du? Wo ist Rose? Genug. Weißt du noch, wie Evelyn den Pilz kontrollierte? Rose ist ihre Nachfolgerin. Nein, Rose ist ihre wahre, vollkommene Form. Sie wird alles um sich herum kontrollieren. Und sie wird mir gehören. Leck mich, du Miststück! Beruhige dich. Rose wird leben. Der Megamyzid vergisst niemanden. Allerdings wird sie als meine Tochter wiedergeboren. Sie ist mein Kind, nicht deins. Wo bist du? Los, zeig dich! Was macht Rose so besonders? Sind es ihre Eltern? Denn du bist wirklich einzigartig. Aber ich habe genug von dir gelernt. Du hast als Versuchskaninchen ausgesorgt. Komm raus und zeig dich! Du feiges Stück Scheiße! Keine Sorge, Ethan. Dein Tod wird schmerzlos. Der Megamyzid wird dich deiner annehmen. Ihr habt mein Make-up geklaut.
Ich werde später noch dein Blut untersuchen. Bei Tagesanbruch wird die Zeremonie beendet sein. Und ich werde ihre wahre Mutter auf ewig My verbunden im Blut. Frau, du brauchst dringend, du hast dringend tiefliegende Probleme. Wir sollten mal drüber reden. Ich musste lange warten. Aber jetzt wird mein Traum endlich wahr. In Gestalt von Rose werde ich mein wahres Kind wiedersehen. Die Frau hat dringend tiefliegende Probleme. Wir sollten drüber reden. Ja, das hast du schon mal erzählt. Ja. Ladevorgang. Ich glaube, wir sind, haben wir eben so da zeitlich hier gesegnet. So, Spiel vorbei. Schön, Dankeschön, dass ihr zugeguckt habt, ne? Ethan ist tot. Weiter geht's mit wieder mit Resident Evil 4. In Stream, wir haben drüber gesprochen. Vielleicht. 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 Resident Evil 4 gehört doch so mein Lieblingsteil. Ja, ja. Leon, help! Boah, ich gehe dir mit jedem Abend auf die Nerven. Ethan Winters so. Bestätigt. Ich konnte die Leiche nicht bergen, aber ich hab's auf Band. Okay. Kurze Zusammenfassung. Das Team und ich waren unachtsam. Gestern erfolgte ein Angriff auf Miranda, den sie überlebte. Wer hätte gedacht, sie könnte Leiche spielen? Miranda könnte Ethan infiziert haben. Deshalb habe ich Rose und ihn mitgenommen. Aber das Fahrzeug mit den beiden wurde angegriffen. Als ich dort ankam, waren Ethan und Rose weg. Das letzte Mal, als ich mit Ethan Kontakt hatte, hörte ich Mirandas Stimme. Sie hat ihn getötet. Und damit kommt sie nicht davon. Wann hat es endlich ein Ende? Was meinst du? Die Mission? Alles. 3 Jahre dauert das Ganze jetzt schon. 3 Jahre zu lang. Wir kriegen sie was. Team ist startklar. Andere Frage, seit wann raucht denn Chris wieder? Andere Frage, wie kann er mit Lederhandschuhe ein Handy bedienen? Vielleicht sind Spezialhandschuhe. Die BSA ist also schon hier. Sie lassen nichts anbrennen. Planänderungen? Nein, das ändert gar nichts. Miranda töten, Rose retten. Das ist die Mission. Und wir dürfen nicht scheitern. Genießen wir es, Leute. Wie in alten Zeiten. Ausschwärmen. Ich will wissen, warum die BSAA hier ist. Find raus, was du kannst. Okay, wird erledigt. Vor allen Dingen, ich sehe gerade, alle haben diese normalen Standard-Maschinengewehre, ne? Der eine Kerl im Hintergrund total das dicke LMG. Ich hab das Beobachten satt, vielleicht ist sie von Resident Evil. Sie sich in mir nee, das ist echt krass. Naja, 5 Treffer zwischen die Umbrella Security. Ja, vielleicht haben sie sich ja gebessert. Balti hat aufgestockt, wa? Richtig. So, und jetzt spielen wir das Ganze mal aus der Sicht von Chrissy. Yo. Alter, bekommt man so gleich Lust auf mehr, wa? Ich denke mal, totale Hentai, Ich denke mal, wir können sagen, wir sind in Endgame. BSAA, die können echt nichts. Schubs weg. Das sieht ziemlich übel aus. Schon ein Plan, wie wir vorgehen? Erstmal müssen wir dieses Ding loswerden. Ich halte den Rücken frei. Dann mal los. Haltet nach feindlichen Biowaffen-Ausschau. Verstanden. Aus der Sicht von Krischi, was hat er denn? Ein paar Granaten, ein dickes MG, eine Pistole, Militia.
Karambit. Karambit? Wahrscheinlich nur von Karabinerhaken. Ja, aber ich meine, diese geschwungenen Messer hießen anders. Hießen die echt Karambit? Soll ich mal nachgoogeln? Ich habe mein Handy gerade hier. Wie du lustig bist. Ein dickes MG. 300 Schuss, 30 im Magazin. Es sind mehr als wir dachten. Alter! Ich darf mir mit dem Ding nicht veraimen. Das ist ja geil. Ich wette, Chris kriegt irgendwann auch noch sein eigenes DLC. Wird mich nicht wundern, wenn. Hat er ja auch in 7 gekriegt. Die heißen Karambit. Die heißen Karambit? Die heißt Karambit. Ich hab die echt Counter Karambit, Elite Force Messer EF 715. Werd nicht übermütig. Messerset, Dings irgendwas. FS, FGX Karambit. SCS gehen, Counter Strike, irgendwas. Okay, dann habe ich mich doch geirrt. Ich meinte erst, die sind anders. Es gibt unterschiedliche Vor- und Namen. Ruckel die mal. Okay, wir zocken das wie immer noch auf der normalen PS4, nicht auf der Pro oder 5. Alter. Große mutierte Biowaffe gesichtet. Ich nenne es immer noch Klappmesser. Sind das nicht Alpha? Ja, das sind, ja. Nee, die, au! Ich bin doch kein Prellbock. Auf was ist der denn weggeflogen? Ich hab keine Ahnung. Boy? Du warst ein unartiges Hundchen. Hier, hol ein Bällchen. Wo ist der andere hin? Wo ist der andere? Ich glaube, der ist ja schon echt implodiert. Okay. Oder du hast ihn jetzt wirklich irgendwo hingepfeffert. Das zieht irgendwie. Dass der Pilz aber nicht brennt? Boss, ich bin's. Bin auf Position und bereite Feuerunterstützung vor. Dauert nicht lang. Verstanden. Hier Tantra, hinterlasse Munitionsnachschub in einem der Häuser. Bedien dich. Geht klar. Oh, kann er. Komm ich da unten hin? Also, ja, es ist eindeutig Endgame. Okay, das Spiel sagt nein, du darfst nicht da unten hingehen. Wir müssen den Weg gehen, weil das Spiel sagt nö. Oh, das sieht geil aus. Können wir da wieder looten? Nein, wahrscheinlich nicht. Nö. War klar. Chris ist jetzt zu fein geworden und zu. Also ein bisschen falsch. Hier kommst du nicht weiter. Ich wollte ja mal gucken. Ich sag ja nur. Hier rechts, da oder so. War hier vorher schon gut? Egal. Ich glaube ja. Da durch. Jedenfalls. Jo. Noch mehr? Nice shot. Oder auch nicht? Doch, hä? Brauzone, du Schwanz! Damit hat er nicht gerechnet! Ich sollte meine Fresse einfach nicht so voll nehmen. Und immer wenn ich meine Fresse voll nehme, kriege ich einen auf den Sack. Leute, no! Oh. Ich liebe das Geräusch, wenn die Köpfe platzen. Ah ja. Das befriedigendste Geräusch. Ich hab nur gesagt oben. Das befriedigendste Geräusch in Resident Evil. Platsch. Oh, let's go. Ich sollte mir vielleicht auch irgendwie machen, aber ich lasse es erstmal.
Hier, hol das Bällchen. Oder ich spiele einfach zur Zeit zu viele Shooter. Ja. Oh, mein schöner Kampfanzug, du Pimmel! Wir haben übrigens den Stream jetzt auch Control endlich mal beendet. Ja, das habe ich ganz vergessen. Bei Chris kommen ein paar mehr. Ich darf nur kurz hier gerade ausgehen. Und da platzen die Kräfte. Und, naja, okay, ich habe eben auch nicht viel zu sagen. Außer, dass jetzt ganz, ganz viele Wölfe kommen. Wurfis. Fluffies. Au, von wo? Chris hat auch so einen Spitznamen namens Fluffy. Ja. Aua! Oh, du Pimmel, lass mich doch mal wegkommen! In den Arsch. Jetzt geht ihr mir aber auf den Sack. Und wer mir auf den Sack geht, geht in die Luft. Synchronsterben, herrlich. Bin auf Zielposition. Scheiße, ist der groß. Okay, Lobo. Ich markiere das Ziel. Alles klar, Boss. Dauert einen Moment, das Ziel zu erfassen. Halte den Laser möglichst lange drauf. Yeah, mitten rein. Das war falsch. Das ist richtig. Jetzt muss er wieder nachladen. Da kommt ein Schwarm auf dich zu. Da kommt ein Schwarm auf dich zu. Was soll ich sagen? Wie wär's mit Feuerunterstützung? So, kann man sagen, ey, solange sie es nicht sehen, ist es ja egal. Zu spät. An den Punkt. Kommst gar nicht dazu, das auszuwählen. Ja, Biolex mit Domosch. Wissen wir. Die Dinger benutzen Waffen? Nö, das sind Zahlenstocher. Ja. Fünf weitere auf den Berg. Ostseite. Okay, ich kümmere mich drum. Das Problem hier ist es natürlich, die kommen jetzt unendlich. Und man muss jetzt irgendwie genau abtreiben. Das ist einfach nur lästig. Es ist echt lästig. Ja. Das ist auch der Abschnitt. Der Abschnitt hat, also sag ich jetzt mal auch im Stream, glaube ich, am wenigsten Spaß gemacht. Ja. Weil du einfach nur in der Hetze bist. Und Hetze ist viel gut. Diesmal ging es klar. Ja. Ein Schuss braucht es, glaube ich, noch. Ja. Bitte, hier war noch gut. Mhm. Da war noch einer. Und das ist eine Explosionsfass. Ja, scheiße ist. Scheißen! Was ist mein nächstes Ziel? Drei von den Starken, das ist gemein. Alter! Du dreckiges Stück Scheiße, jetzt lass mich los!
Geh mal deine Mutter greifen, ey. Toll, ein schöner Plan, auf die Fresser so schießen, die natürlich den Binsen. Alter. Ey, ihr habt doch, habt ihr in der Entwicklung geraucht? Nein, aber wir sind gerade noch ein bisschen beschäftigt, junger Mann. Du miese Potzau! Von unten hinten vielleicht noch? Nein, irgendwo ist ein Bogenschütze. Nein! Das ist doch einfach nicht wahr! Aber ich hab gesagt, von hinten kommt noch einer. War noch einer. Muss der Megamycet sein. Let's go. Oh, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Ich will hier nicht sein. Ich habe einen Eingang gefunden. Gehe jetzt rein. Ihr bleibt zurück. Boss, ich habe den Pilz mit einer Probe aus dem Haus der Bakers verglichen und es gibt keine Anzeichen für Genomeditierung wie bei der E-Serie. Das Zeug stammt von hier. Ja, Heilung haben wir auch noch. Ich kann mich einmal heilen. Die Spritzen, die der da nutzt, sehen aus wie ein Resident Evil. Also es hat eigentlich nichts mit Resident Evil zu tun, weil der Pilz stammt von hier, haben die gerade gesagt. Und nicht halt eben von dort, das wurde nicht übertragen. Von Louisiana. Das hat er gerade zumindest gesagt, oder so meint er. Oh Gott. Obwohl, ich habe mittlerweile... Es gibt eine schnellere Methode für mich. Eigentlich muss ich nur. Lobo, mir macht ja einer zu schaffen. Ich brauche deine Hilfe. Was? Du bist in einer Höhle. Da ist eine Öffnung in der Decke. Benutz die. Okay, auf den Weg. Ich bin gleich bei dir. Hat der Kram mir irgendwas gesagt? Keine Ahnung. Weil nur Schüsse auf seinem Rücken tun was. Dass wir da hinten drankommen, von lauter Lachen. Ja. Ich hab hier so wenig Platz, ne? Ich kann's ja schon Samba in seinen Schritt. Mit Laser. Okay, markiere das Ziel per Laser. Immer mit der Ruhe. Gefällt mir das. Kurz nachladen. Warte kurz. Ah ja, ganz rein. Noch läuft's gut. Danke. Kannst du Tango mit dir? Tango die ganze Zeit. Ne? Tango mit dir. Ja, war geil. Weil Tango wie soll man das denn beim Messen nur Messer beim machen? Alles klar, Laser. Au, ja. Hey, wir greifen an mit Laserpointer. Brustkatze, Furienschlag. Toll. Teil. Super. Das heißt, wieder an seinen Rücken geht's ran. Lass mich mal. Ja, so kannst du gleich stehen bleiben. Was soll das jetzt war? Kannst du das nochmal machen? Und klar. Ich bin aber gleich nicht vorher, Junge. Ja. Das Laser.
glaube, das war's. Epic. Den würde ich mir gern so in den Vorgarten stellen. Ich. Ja, das nehme ich mir meine. Der Rest von euch. Ich frage mich nur gerade, in welche Tasche der das packt. Ach, ein bisschen Asche da, ein bisschen Asche da, passt schon. Und da kommst du, läufst du zurück. Ich weiß, dass wir den Stream sehr lange für den gebraucht haben. Frage beim ersten Mal, ja. Wo ist dann Mia? Denke nicht, dass Miranda sie noch brauchte. Ich blick das alles nicht. Wie konnte Miranda von Rose wissen? Hat sie auf Mutterleaks gelesen vielleicht? Dafür haben wir später Zeit. Jetzt hat die Mission vor. Hat das Twitter-Profil gefunden. Wer mega mit sich. So wusste sie davon. Und Stopp. Das Ding sieht aus für mich wie ein riesen Embryo. Das macht er automatisch. Ja. Ein alter, vergammter Team. Ich bin jetzt bei Megamycet. Dann können wir das Ganze endlich beenden. Wurde aber auch Zeit. Guter Schuss. Ein Zweisprengsatz platziert. Genug, um das ganze Dorf hochzujagen. Hauen wir ab und machen das Scheißkampf platt. Nicht bevor Miranda tot ist. Ich gehe kein Risiko mehr an. Ich gehe rein. Okay, viel Glück. Boss, ich habe freie Sicht auf Miranda bei der Zeremonie. Abstand so. Halten. Und hier Niemand ist nämlich... ohne meinen Befehl. Ich noch was versteckt. Guck mal nach hinten. Wir hätten Ethan in den Plan einweihen sollen. Dazu war nicht die Zeit. Und Miranda wurde früher aktiv als erwartet. Trotzdem, du hättest es ihm sagen sollen. Ja. Ganz ehrlich, selbst wenn er sagt, ja, Mutter Miranda ist jetzt früher aktiver geworden, als wir dachten, ne? Ganz ehrlich, man kann das sowas auch früher sagen. Ja. Ey, Ethan, deine Frau ist entführt, glaub mir, die Mia, die du kennst, ist nicht die, die du kennst. Das muss Mirandas Labor sein. Ja. Aber ich glaube, hier in Mirandas Labor machen wir beim nächsten Mal weiter, weil ich glaube, das war jetzt doch ein bisschen Action genug erstmal. Jupp. Na gut, meine Freunde. Dann sage ich mal, vielen Dank fürs Dabeisein. Bleibt gesund, die krank sind, werdet gesund und reingehauen.